Das kennen wir aus einer Lok. Freiwillig. Das sieht Cerberus nämlich noch ein bisschen. Da drin, ey. Mann, scheiß Kommandant in dem Fahrstuhl. Schöne verloren. Da kommt jemand. Setzen! Was das wohl ist? System offline. Erhebliche Verletzungsgefahr.
bereit machen. Und seien Sie nicht überrascht, wenn dieser Knopf einen Reaper ruft. Thank you.
Das ist wie gesagt. Bitte! Mach, dass es aufhört! Thank you.
Warten Sie! Commander! Ich bitte Sie, überstürzen Sie nicht! Sie sollten für all das verdammt gute Gründe haben. Ich dachte, ich hätte die Kontrolle. Ich habe das ja nicht so geplant. Es war ein Unfall. Wie David mit dem Geth kommunizierte, das wirkte völlig harmlos. Ich habe seine Erinnerungen gesehen. Er hat sie angefleht, es nicht zu tun. Ich war verzweifelt. Der Unbekannte duldet keine Fehlschläge. Jeder Kampf gegen die Geth fordert Opfer. Ich sollte einen Weg finden, das zu vermeiden. Gibt es denn wenigstens verwertbare Ergebnisse? Ja, trotz der Rückschläge haben wir bewiesen, dass man Geth kontrollieren kann. Wenn meine Arbeit Millionen von Müttern die Trauer über Millionen von Söhnen erspart, ist mein Gewissen beruhigt. Cerberus wird ihn nie in Ruhe lassen. Ihr Bruder wird immer eine Laborratte bleiben. Aber eine Laborratte, um die man sich gut kümmert. Zumindest wird er am Leben sein. Sehen Sie ihn an. Ihr Bruder wird nie mehr so sein wie vorher. Vielleicht ist es ja kein bleibender Schaden. Vielleicht bekommt er wieder Kontrolle über seinen Verstand. Sie opfern also für Ihren eigenen Ehrgeiz das Glück Ihres Bruders? Was ich David angetan habe, ist unethisch. Und wenn er stirbt, ist es unverzeihlich. Ich würde mich gern um ihn kümmern. Bitte. Sie können ihn haben, aber... Sie sind ein krankes Schwein. Es gibt nur einen Grund, Sie am Leben zu lassen. Das Projekt könnte einen Krieg verhindern. Ich rate Ihnen, dafür zu sorgen, dass dieser Albtraum... das ganze Leid auch wert war. Commander, Sie haben auf Ihrem Privat... Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen... Sie haben ungelesen. Tali scheint nach dem Erhalt einer Nachricht ganz aufgelöst zu sein. Vielleicht sollten Sie auf dem Maschinendeck mal nach ihr sehen. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Viel Glück da draußen.
Was ist los? Shepard, wir haben genug geredet. Ich sollte jetzt gehen. Wie auch immer. Shepard, freut mich, dass Sie vorbeikommen. Ich brauche vielleicht Ihre Hilfe. Ich habe gerade eine Nachricht von der Migrantenflotte erhalten. Der Admiralitätsrat beschuldigt mich des Verrats. Ich habe Angst, Shepard. Liegt es daran, dass Sie mit Cerberus zusammenarbeiten? Ich arbeite nicht mit Cerberus zusammen, sondern mit Ihnen. Und ich wurde freigestellt, um wieder auf der Normandy dienen zu können. Ich habe keine Ahnung, was Sie mir vorwerfen. Ich müsste mich doch erinnern, wenn ich die Flotte wirklich verraten hätte. Wer Sie kennt, weiß genau, dass Sie niemals Ihr Volk verraten würden, Tali. Ich weiß nicht. Solche Anschuldigungen werden nur vorgebracht, wenn die Beweislage erdrückend ist. Trotzdem danke. Ich weiß Ihr Vertrauen in mich zu schätzen, Shepard. Was geschieht, wenn ein Quarianer des Verrats beschuldigt wird? Es gibt eine Anhörung, bei der die Mitglieder des Admiralitätsrats als Richter fungieren. Mein Vater ist ein Admiral dieses Rats. Er muss sich für befangen erklären. Ich will mir gar nicht ausmalen, was er wohl gerade denkt. Die Strafe für Verrat ist Verbannung. Wenn ich verurteilt werde, kann ich nie mehr zurück. Sie haben also keine Ahnung, was man Ihnen genau vorwirft? Nein. Details solcher Anschuldigungen werden meist nicht über offene Kanäle verbreitet. Ich werde erst mehr erfahren, wenn ich bei der Flottille ankomme. Was geschieht, wenn Sie für schuldig befunden werden? Wie gesagt, ich werde verstoßen. Einzelheiten bleiben den Richtern überlassen. Wenn die Tat als tragische Fehleinschätzung gewertet wird, bekommt der Schuldige vielleicht ein kleines Schiff und Vorräte. Nicht, dass das wichtig wäre. Bei einer Verurteilung sehe ich die Migrantenflotte in jedem Fall nie wieder. Also kein Gefängnis? Keine Todesstrafe? Für lange Gefängnisstrafen haben wir gar nicht die Ressourcen. Überwachte Zwangsarbeit ist viel effektiver. Und für Hinrichtungen ist unser Volk einfach zu klein. Ein Verstoßener kann Kinder bekommen. Und die sind dann in der Flotte wieder willkommen. Wie oft kommt es vor, dass jemandem von der Flotte Verrat vorgeworfen wird? Sehr selten. Die Tat muss die gesamte Flottille betreffen, nicht nur ein Schiff. Die letzte Angeklagte war Anora Vanya Vasselani, eine Technikerin, die Verteidigungspläne der Flotte an die Batarianer weitergeleitet hatte. Dabei hatte sie gute Absichten. Die Batarianer hatten einen Vertrag für ein Upgrade unserer Systeme. Aber stattdessen haben sie die Verteidigungspläne an Piraten verkauft. Wurde sie verurteilt? Nein, sie hat einen Selbstmordangriff auf die Piraten gemacht und sie zerstört, bevor sie die Flotte angreifen konnten. Sie wurde begnadigt, posthum. Hoffentlich muss ich meine Unschuld nicht auch so beweisen. Okay, suchen wir die Flottille. Ich wollte schon eine Passage auf einem anderen Schiff buchen. Ich dachte nicht, dass Sie die Zeit hätten, mir zu helfen. Danke, Shepard. Ich gebe den aktuellen Aufenthaltsort der Flottille in die Normandy ein. Die Admirale werden schon auf uns warten. Ich mache jetzt auch erstmal Schluss hier.